Hümpftada! Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mit dem schönen Thema. Jemand hat diesen scheiß Berg hier hinter mir erhöht. Ja, ich bin ja jetzt fast oben, aber der war letztes Mal, als ich hier war, definitiv niedriger. Verschwörung, das kann ja wohl nicht angehen. Ja, also da muss jemand offensichtlich die Waldbodenschicht hier mit den Bäumen angehoben haben, um mindestens 100 Meter, ja, dann da 100 Meter Berg drunter gesetzt haben und dann die Schicht mit den Bäumen wieder oben drauf, sodass das keiner merkt, dass heimlich der Berg erhöht worden ist. Ja, also ich bin mir ganz sicher, dass der letztes Mal niedriger war. wir machen Folgendes. Bin ich gefragt worden, ich finde leider den Kommentar nicht mehr, in dem ich das gefragt worden bin, aber ist ein schönes, kleines, kompaktes Thema mal zwischendurch, mit Praxisbezug, nämlich angenommen, man möchte im Wald pennen und will da so wenig wie möglich irgendwas stören. Und mit irgendwas fassen wir jetzt mal zusammen, Tier, Pflanze, Mensch, ja, das ist es im Grunde, ne? Beim Mensch können wir nochmal unterscheiden, Jäger, Förster, Spaziergänger, theoretisch noch den Mountainbiker, ne? Und bei Tieren müssen wir uns vor allen Dingen natürlich für den großen Tieren, ja nicht in Acht nehmen, aber auf die großen Tiere Rücksicht nehmen, was Vögel angeht, das ist fast unmöglich, die können jederzeit überall sein und die sind aber auch nicht so schnell gestört, beziehungsweise da macht das denen relativ wenig aus. Die haben auch eine geringe Fluchtdistanz, weil sie ja wissen, sie können jederzeit wegfliegen. Da müssen wir uns also jetzt erstmal keine großen Gedanken machen. Dann Pflanzen stören. Naja, wenn du sie nicht kaputt machst, dann ist ja schon mal gut. Und damit hat man dann schon viel, viel Richtiges getan. Und das langt dann im Wesentlichen eigentlich. Also müssen wir jetzt eher... Und übrigens ganz winzige Tiere wie Mäuschen oder so ein Zeug, die fühlen sich auch nicht gestört. Die kommen teilweise dann auch angekrochen, während man im Walde irgendwo lange, lange sitzt und ignorieren einfach, dass man da ist, beziehungsweise vergessen es einfach wieder oder was auch immer der genaue Prozess ist. Aber das habe ich schon ganz oft erlebt, dass dann die Mäuschen dann rauskommen. Auch Eichhörnchen, das regt sich vielleicht am nächsten Morgen auf, vorzugsweise dann. Und ja, also das nur mal so ein paar Beispiele. Und wie gesagt, ganz kurz, relativ kompakt im Rahmen von dem kleinen Spaziergang meinerseits. Gucken wir uns so zwei, drei kleine Beispielchen an, wie wir denn jetzt am idealsten, angenommen, wir wollten jetzt irgendwo jetzt hier im Walde übernachten, dann wie würden wir denn das am schonendsten für alle Beteiligten tun. Interessant ist jetzt vielleicht noch, als ich das letzte Mal über dieses Thema gesprochen habe, das dürfte ungefähr 5 Jährchen her sein, kommt hin, gab es eine erstaunlich laute Opposition, die der Meinung war, dass rücksichtsvolles Verhalten scheinbar scheiße ist und ich habe das Recht im Wald zu sein und ich will da offensichtlich dann auch rumrumoren und möglichst viel Krach machen, scheinbar, keine Ahnung. Also ich habe nicht verstanden, wo damals diese Opposition herkam. Bin gespannt, ob sie diesmal auch wieder gibt. Also das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, was dagegen spricht, sich ein paar Gedanken zu machen, wie man möglichst störungsfrei im Walde unterwegs sein kann. Ne? Das muss man ja nicht immer auf die Spitze treiben. Das geht auch nicht immer. Aber ja, hat mich schon sehr überrascht. Gut, also Schritt 1, es ist Winter. Im Winter sucht man sich vorzugsweise, ne, hier hinter mir, da auf der anderen Seite ebenfalls, irgendeinen nadelbaumhaltigen Bestand. Ja, das muss kein Nadelreinbestand sein. Hier ist es jetzt gerade aktuell einer. Wenn man um die nächste Kurve geht, werden es auch wieder weniger. Aber Nadelbäume haben halt im Winter den großen Vorteil, dass sie ein gewisses Maß an Deckung bieten, während das Laubbäume im Winter erfahrungsgemäß eben nicht tun. Und ein bisschen Deckung ist hilfreich. Betonung auf ein bisschen Deckung, nicht zu viel Deckung, dazu kommen wir dann noch. Weil dann wird man halt nicht so schnell gesehen. Und beim Faktor andere Leute nicht stören, ist es halt wichtig, dass man dann nach Möglichkeit gar nicht erst entdeckt wird. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man finstere Machenschaften plant oder sonst wie, aber die einfachste Möglichkeit, wie du niemand anderen irgendwie auch nur Anlass gibst, darüber nachzudenken, warum hockt denn da einer im Wald? Plant der Böses? Plant der Gutes? Ist das einfach nur ein Naturfreund? Ist der Tierfotograf? Was auch immer. Ja, am allereinfachsten ist es, die wissen gar nicht, dass du da bist. Dann müssen sie sich auch keine Gedanken machen. Dann ist die Störung minimal. So, ja? Allein aus dem Grund.
ist es ganz hilfreich, gar nicht groß bemerkt zu werden. Und dann ist natürlich eben ein Wald, der auch im Winter gewisses Maß an Deckung liefert, ganz gut. So, jetzt gucken wir uns mal um. Wie viel Deckung gibt es denn hier? Ja, abgesehen davon, dass die Baumkronen den Blick in weite Ferne erschweren und man aus weiter Ferne auch nicht erspäht werden kann, selbst wenn man nachts noch mit der Taschenlampe rumleuchtet oder ähnliches, war es das auch schon. Ja, also wir haben hier keine bodennahe Deckung, das ist also schon mal schlecht. So, dann kommt jetzt noch erschwerend dazu, so bei grober Überlegung, wo man denn eigentlich sein Lagerplätzchen haben möchte. Jetzt sind wir hier in einem Gebirge, einem Mittelgebirge. Ja, das ist aber, das Mittel ist im Grunde wurscht. Das Problem ist halt, man hat überall Hang. So, und wenn man jetzt nicht ein Hängemattenschläfer ist, der kein Problem damit hat, an einem relativ steilen Hang sich zwischen zwei Bäume zu hängen, das kann man dann natürlich tun. Ja? Dann könnt ihr den Punkt ignorieren, falls ihr ein solcher Hängemattenschläfer seid. Ja, wenn man das aber nicht ist, dann muss man halt gegebenenfalls ein bisschen gucken, wie komme ich denn jetzt erstens da hoch? Und zweitens, wo finde ich denn eine halbwegs ebene Stelle, bei der ich dann halt nächtigen kann, ohne am Hang liegen zu müssen. Das ist nämlich unbequem. So, und das heißt, entweder findet ihr irgendeinen Sattel, ein Plateau am Berg, eine Nase, die schön flach ist, oder, und ich muss da leider wirklich hoch, also entschuldigt, wenn ich jetzt am Keuchen bin beim Stapfen, weil... aber da, ja, genau, also irgendeine flache Struktur innerhalb der sonstigen Landschaft. Ja, hier ist jetzt gerade gar nicht so einfach. Habe ich ja toll ausgesucht, den Weg zum Hochsteigen. Na jetzt. So, also flache Struktur in steiler Landschaft zum Lagerplatz auswählen. So, und also angenommen hier. Hier wäre jetzt scheiße aus mehreren Gründen. A, immer noch nicht flach. Wie gesagt, für den Hängemattenschläfer kann das egal sein. Aber B, null Deckung. Ne? Und ihr seht, ich bin gerade auf dem Weg gelaufen. Und von da wäre ich natürlich auch problemlos aufklärbar, sobald hier noch irgendwer vorbeiläuft. Der Jogger am nächsten Morgen, der Radfahrer oder gar wirklich der Jäger, der hier noch mit dem Auto vorbeifährt, weil er zum Ansitz möchte und etc. pp. Ne? Also blöd. Heißt, ein bisschen Deckung am Boden wäre schon gut. Ansonsten, ich bin jetzt die ganze Zeit auf der Vorstraße rumgelaufen. Das hat Gründe, weil jedes Mal, wenn man beim Rumdappeln im Wald einen häufig begangenen Weg, wie eine Vorstraße oder auch einen ausgewiesenen Wanderweg, verlässt, merken das, sofern sich irgendwo in der Nähe schreckhafte Tiere aufhalten. Jetzt zum Beispiel gerade, ja, da haben wir einen, nee, zwei, ah, sind nur Krähen, nur in Anführungszeichen, ne? Aber die sind jetzt auch aufgeregt, weil ich hier abseits der Wege plötzlich mitten durch den Wald stapfe. Und das sind Tiere halt nicht gewöhnt. Und das will ich sagen, jedes Mal, wenn wir den Weg verlassen, dann verhalten wir uns ungewöhnlich für Homo sapiens, der normalerweise für Tiere ja immer nur auf Wegen sinnlos daherstapft, ohne anzuhalten und Grünzeug zu fressen, wie das alle anderen Lebewesen scheinbar tun. Oder anzuhalten und zu gucken, wie man denn sonst alternativ fressen könnte. Ne? ja. Und drum, wenn man möglichst schonend unterwegs sein möchte, man darf ja Wege verlassen, wenn man nicht im Naturschutzgebiet ist oder Ähnlichem, sollte man das Verlassen der Wege trotzdem auf ein Minimum reduzieren und wann immer möglich eben auf einem Weg bis kurz vors Ziel. Oh, eine Buntsandsteinplatte. Ja, da rutscht man. Bis kurz vors Ziel auf dem Weg bleiben, wollte ich sagen. So, auf einem solchen bin ich auch gleich wieder. Oh, frische Losung. Hier war's Reh. So, bitte. Und ja, ich gehe jetzt erstmal auf den Weg. So, und jetzt sind wir auch wieder so einigermaßen auf einem Weg. Und jetzt gibt es auch schon gleich
Möglichkeit Nummer 1, einen brauchbaren Lagerplatz zu finden, nämlich eine Rückegasse. Ja? Ich stehe hier gerade auf einer. Das hier ist jetzt keine richtige Vorstraße mehr, wo ich hier jetzt draufstehe, sondern wirklich nur eine Rückegasse. Ja? Können wir mal in die andere Richtung gucken. Da seht ihr, das ist übrigens ein Drückjagdbock. Das heißt, der wird nur für Drückjagden wirklich verwendet. Der ist also harmlos. Wenn wir jetzt nicht wissen, es steht eine Drückjagd an, dann können wir den getrost ignorieren. Der tut uns nichts. Da kommt auch kein Jäger und hockt sich da spontan drauf. Kann man eigentlich ganz gut grob daran ausmachen, wie gemütlich eingerichtet ist denn die jagdliche Einrichtung, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie auch benutzt wird. Je weniger gemütlich die ist, desto eher ist sie nur so eine kleine, notdürftige, temporäre Geschichte. Ja? Und außerdem ist der noch sehr neu, wie man auch an der Holzfarbe unschwer erkennen kann. Das heißt, der ist entweder gerade im Einsatz gewesen, was hier der Fall sein dürfte, oder kommt jetzt sehr bald in den Einsatz. Das kann man dann im Hinterkopf behalten. Aber dass in dem Moment, wo man jetzt hier gerade vorbeikommt, die jetzt akut in Nutzung sind, ja, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Falls ja, dann muss man natürlich weiter, wenn man das merkt. Das ist klar. Ja. So, also wie gesagt, Möglichkeit Nummer 1 für eine Übernachtung, wenn man sehr weit abgelegen ist, ist tatsächlich so eine Rückegasse, wie ich jetzt hier drauf stehe. Ne? Also die ist flach und wenn wir jetzt noch ein Stückchen weiter gehen, dann haben wir auch eine gewisse Deckung gegenüber den größeren Waldstraßen. Jetzt muss man wissen, so ein normaler Waldbesucher, der stapft ja nicht auf einer Rückegasse rum. Der stapft ja schön auf der Vorstraße rum oder auf einem ausgewiesenen Wanderweg. Also die Zahl der Leute, die sowas hier entlang laufen, die ist super gering. So, und jetzt guckt mal hinter mir. Deckung. Nach unten keine Deckung. Macht aber nichts, weil ist ja ein Hang. So, und wenn ich jetzt hier hingehen würde, ja, und hier mich hinlegen, einfach mal so, ohne Zelt, ohne Plane, ohne alles, einfach Isomatte auf den Boden, Schlafsack drauflegen, selber in den Schlafsack, fertig, gute Nacht. Aber bei schönem Wetter überhaupt kein Problem. Wenn ich das hier machen würde, da drüben ist der nächste Waldweg ein Stückchen oberhalb, aber da habe ich ja Deckung, kannst du nicht hier runter gucken, siehst du mich nicht. Und da unten ist der nächste Wanderweg, beziehungsweise der nächste Waldweg, einfach in so einem Winkel, dass jemand, der hier liegt, mindestens nicht zu sehen ist. Ja, solange ich hier jetzt noch stehe und quatsche, da kann man vielleicht den oberen Hutbereich vielleicht von da unten noch erkennen, aber auch das glaube ich eher nicht. Das heißt, prinzipiell kannst du dich hier schon hinlegen. Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass hier tatsächlich dann noch der Jäger durch will, hat den Vorteil, beziehungsweise hat den Nachteil, den hast du dann gestört. Ja. Hat aber den Vorteil, du weißt, dass er da ist und es kommt schon nicht zu irgendwelchen sehr, 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 sehr bedauerlichen Unfällen bei Schusswaffeneinsatz. Daher ist das durchaus eine recht sichere Angelegenheit. Und wenn das ein vernünftiger Mann ist, besagt der Jäger, oder eine vernünftige Frau selbstverständlich, Jägerinnen gibt es ja auch, dann haben die da auch nichts dagegen und dann finden die das auch so besser, als dass du dich irgendwo völlig unsichtbar im Gebüsch versteckst und nachher schießen sie dahin und dann gibt es einen bedauerlichen Unfall. Ne? Das ist zwar extrem unwahrscheinlich. Wirklich extrem unwahrscheinlich, selbst wenn sowas schon mal vorgekommen ist, ja, und das ist es. Das bleibt auf die Masse der durchgeführten Jagden immer noch extrem unwahrscheinlich, ja, also nicht in Panik geraten war an dieser Stelle, wollte ich damit ausdrücken. Gut, ja, also ich habe schon häufig einfach auf so einer Rückegasse gepennt, da ist überhaupt nichts Schlechtes dran. Man muss teilweise ein bisschen gucken, dass man Heringe in den Boden bekommt. Ja, aber gehen tut da schon auch irgendwie, sonst macht man sie halt an der Böschung fest. Ja, also das geht schon. Oder man sucht sich halt noch einen etwas dickeren jungen Baum, der direkt an der Böschung steht und bindet da was an. Da gibt es Möglichkeiten, falls man ein Dach braucht. Und damit, falls man das dann so machen möchte, das ist natürlich nicht das Allergemütlichste. Da muss man jetzt schon sagen, ja, ist jetzt zweitrangig, ich habe es jetzt eilig, ich will jetzt nicht lange rumsuchen, ich nehme jetzt den nächstbesten Platz. Dann kann man das definitiv so machen. So, was hat man jetzt gestört? Angenommen, man ist überhaupt nicht von einem regulären Weg runter, dann hat man fast gar nichts gestört. Wenn wir nehmen wir an, wir werden vom Mensch auch nicht entdeckt, dass wir jetzt hier auf so einer Rückegasse rumläuft. Damit rechnen die Tiere auch noch einigermaßen. Die merken ja selber, dass das ein angelegter Pfad ist. Die sind ja nicht doof. Also jedenfalls nicht sehr. Dementsprechend
ist das also wirklich die minimalste Möglichkeit, mit minimalstem Störungseffekt im Walde zu pennen. Ja, dass man dann natürlich nicht ein riesen Lagerfeuer macht, versteht sich von selbst, sowieso verboten. Und ja, also falls überhaupt irgendwas zum Warmmachen von Speisen zum Einsatz kommen soll oder für Kaffee, muss man auch dazu sagen, ist es auf einer Rückegasse auch fast der beste Ort dafür. Noch besser natürlich direkt auf die Vorstraße, weil da kannst du nichts anzünden. Solange du jetzt nicht kein riesiges Inferno als Kochmöglichkeit dabei hast, und ich hoffe, das ist nicht der Fall. Dafür gibt es ja auch keine sinnvolle Notwendigkeit. Gut, also das war Szenario 1. Auf Waldweg, auf Vorstraße, hier sowas, ne? Auf sowas rumlaufen bis zum Erreichen einer geeignet schön abgelegenen Rückegasse. Ach, das muss ich noch dazu sagen. Es sollte natürlich eine sehr abgelegene Rückegasse sein. Ja, nicht die erste Rückegasse hinterm Waldparkplatz und auch nicht die erste Rückegasse hinterm Dorf, sondern wirklich schön abgelegen. Der Grund, weshalb ich so am Keuchen bin, ist, ich bin hier halt wirklich auf den nächsten ziemlich abgelegenen Berg gestiegen und diese Rückegasse ist definitiv abgelegen genug. Da kannst du 364 Tage im Jahr garantiert pennen, ohne dass da jemand vorbeikommt. Kann ich in diesem Fall mit ziemlich genauer Sicherheit sogar sagen. So, also theoretisch, nicht, dass ich da 364 Tage im Jahr pennen würde, da wird meine Frau mir was husten. Wir gehen ein Stück weiter. So, Negativbeispiel. Hier hinter mir, da seht ihr eine Dickung. Ja? Ich denke, kann man erkennen. Gucken wir ein wenig nach da, gucken wir ein bisschen nach hier. Ja, dann sehen wir, da ist ziemlich dicht. So, kann man sich da prima drin verstecken und kann man da übernachten, ohne von Mensch entdeckt zu werden? Definitiv, ja, problemlos. Doof aber, da das so ein tolles Versteck ist, ist das halt schon besetzt. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit hockt da drin mindestens mal 28 Rehe, 4 Füchse, 3 Dachse und 832 Wildschweine. Nein, aber dass da irgendwelche Tiere drin sind, ja, wirklich wahrscheinlich ein paar Rehe, möglicherweise auch echt eine Rotte Wildschwein, das ist nicht auszuschließen, das ist sehr wahrscheinlich. Ja, und wenn du jetzt mal abgesehen davon, dass du in irgendeinem übersichtlichen Wald den Weg verlässt und da dann schon beunruhigend auf die Tiere wirkst, tust du es, wenn du da durchstapfst, definitiv. Und zur eigenen Sicherheit würde ich empfehlen, wenn man nicht durch muss, weil man Gründe hat, wichtige, ne, welche auch immer das sein mögen, um da durch zu müssen, würde ich sagen, ja, geh da halt nicht durch. Weil A, störst du die Tiere und B, wenn du die Wildsau störst, hat das möglicherweise ungesunde Konsequenzen. Ja? Also dass ich zu Gefährlichkeit von Wildschwein, habe ich ja schon 7 Milliarden Mal was gesagt, das müssen wir jetzt nicht noch nennenswert ausbauen. Davon abgesehen, mal ab vom Deckungsfaktor abgesehen, sind Dickungen total ungemütlich und unpraktisch, weil du musst da zwischen diesen sehr, sehr dicht stehenden Bäumen, ja, da musst du erstmal ein gemütliches Plätzchen finden, wo du dich ausbreiten kannst. Solange du einfach nur eine Isomatte hinschmeißt und einen Schlafsack drauf und dich da hinhaust, dann mag das ja noch gehen. Das ist ja nicht weiter dramatisch. Aber sobald man da dann noch ein Dach will, weil es eventuell die Nacht über regnen könnte, dann wird das da drin echt eng. So, und jetzt kommt der Faktor, Pflanzen bitte auch nicht stören. In diesem Fall nicht zerstören ins Spiel, weil um dir da ein Plätzchen zu schaffen, wo du gut pennen kannst, musst du im Prinzip im schlimmsten Fall noch ein paar junge Bäumchen wegsägen. Im besten Fall zumindest mal an der Bodenvegetation das eine oder andere rausreißen. Und das eine oder andere, was du da rausreißt, das ist auch gerne mal ein junger Baum. Und ja, da kann man sich jetzt streiten. Also es ist grundsätzlich erstmal verboten, Forstpflanzen zu beschädigen. Das gilt also auch für Bäume, die so hoch sind. Rechtlich. Ethisch, moralisch kann man sich jetzt kloppen, weil die Chance, dass aus so einem Bäumchen mal so ein Bäumchen wird, ja, die ist verschwindend gering, liegt irgendwo unter 1 Promille. Ja, also weit unter 1 Promille. Daher machst du wahrscheinlich keinen großen Schaden letztendlich. Aber stell dir mal vor, das war statistisch gesehen dann doch der eine Baum, der es am Ende geschafft hätte. Oder nicht nur statistisch, sondern wirklich der eine, der es am Ende geschafft hätte. Also das geht mir jedenfalls immer durch den Kopf.
wenn ich abseits der Wege rumstapfe und sehe, oh, hier hat es aber viel Naturverjüngung, also junge Bäumchen. Für viele Leute sieht ja kleine Pflanze alle gleich aus. Aber manche der kleinen Pflanzen, die trittst du kaputt und im nächsten Jahr wächst sie wieder, weil es ein Geophyt ist, weil es eine Zwiebel hat und im nächsten Jahr wunderbar wieder austreiben kann. Und manche dieser Pflanzen, die trittst du kaputt und es wäre ein großer Baum geworden. Das ist einfach, ja, also beschäftigt mich. Muss dich nicht beschäftigen, aber ich sag mal so, man kann halt in einer Dickung zerstörungsfrei fast nicht übernachten. Und wie gesagt, wenn wir wollen, möglichst schonend im Walde unterwegs sein, dann ist Dickung schon mal per se keine gute Idee. So, da jetzt sind wir hier wieder auf einer Vorstraße. Die ist jetzt völlig im Nirgendwo und im Grunde möchte ich behaupten, zumindest mal an 340 Tagen im Jahr könntest du dich hier mitten auf die Straße klatschen, solange du spät abends kommst. Das ist nämlich das Nächste. Willst du niemanden stören, dann suchst du dir natürlich nicht um 14.30 Uhr deinen Lagerplatz und rumorst da rum, bis endgültig alle Leute aus dem Wald verschwunden sind, sondern du bist noch ganz normaler, stinknormaler Spaziergänger, unauffällig im Walde unterwegs bis, sagen wir mal, 18.30 Uhr. Im Winter ist dann schon längst dunkel, klar. Da reicht es dann auch bis 16.30 Uhr oder bis 16 Uhr. Im Sommer darf man dann auch mal bis 21 Uhr noch ganz normal, regulär unterwegs sein. Und erst wenn dann alle anderen verschwunden sind und du unbeobachtet jetzt einen Lagerplatz aufsuchen kannst. Das darf dann auch 20.30 Uhr sein oder sowas, ja, im Hochsommer. Dann ist ein guter Zeitpunkt, um sich einen Lagerplatz zu suchen, weil die Chance, dass dann einfach jemand per Zufall noch vorbeikommt, sofern man gar nicht so abgelegen lagert, die ist dann minimalst winzig und das ist dann meiner Meinung nach auch vertretbar. Aber das kann jeder machen, wie er lustig ist. Wer sagt, ich lagere erst nach Einbruch der Dunkelheit, auch in Ordnung. Beziehungsweise hat dann auch wieder Nachteile. Ja? Führen wir das gleich mal aus. Problem, bei der Nacht sind halt die Tiere unterwegs, die sich tagsüber nicht raustrauen, weil tagsüber zu viel los im Wald ist. Das kann bei, gerade bei siedlungsnahen Wäldern, bei großstadtnahen Wäldern insbesondere zum Beispiel, kann da halt so viel Besuchs- und Erholungsdruck sozusagen auf die Tiere, die großen Tiere, im Walde herrschen, dass die sich tagsüber überhaupt nicht trauen rauszukommen. Kann, muss nicht. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Kann. Und das führt dann wiederum dazu, wenn jetzt nachts immer noch Leute unterwegs sind und immer noch rumrumoren, dann können sie nachts halt immer noch nicht ihren kompletten Wald für sich haben und für sich selbst nutzen und da unterwegs sein und Nahrung finden etc. pp. Drum ist es für einen besonders schonenden Umgang mit den Waldtieren hilfreich, wenn man vor Ende der Dämmerung, nicht Einbruch, aber spätestens vor Ende der Dämmerung, wenn es kurz davor ist, dass du halt echt nichts mehr siehst, wenn du bis dahin dein Lager so weit errichtet hast, wie gesagt, wenn das nur eine Isomatte und Schlafsack ist, wunderbar, wenn es ein bisschen mehr ist, auch nicht schlimm, aber das sollte passiert sein bis Ende der Dämmerung. Einfach damit, wenn dann Nacht ist, wir auch in unserem Lager bleiben und nachts nicht noch großartig viel rumstapfen im Wald. Weil du störst erheblich mehr, wenn du nachts noch von A nach B, nach Möglichkeit noch querwald ein, ja, über Stock und Stein mit 7000 Lumen Stirnlampe durch die Gegend rennst, ja, und den halben Wald ausflutest mit deinem Flutlicht und in jeder Hand noch 5 Knicklichter, für jeden Finger eins und solche Späße, ja, dann störst du selbstverständlich erheblich mehr, als wenn du einfach als irgendeiner der diversen Leute im Wald, mit Leuten meine ich jetzt Reh, Wildsau, Vögelchen etc. pp., einfach irgendein stinknormales Lebewesen im Wald bist, das nachts schläft. So, ja, und natürlich bist du trotzdem ein bisschen Aufmerksamkeit erregend, selbst wenn du nachts einfach nur pennst und sonst gar nichts machst, weil du riechst komisch, ja? Du hast möglicherweise frisch geduscht, großer Fehler, du machst seltsame Schnarchgeräusche möglicherweise oder sonstige Faktoren, die dich halt einfach anders sein lassen. Dann wirst du von den Wildtieren natürlich auch schon wahrgenommen als irgendwas, was normalerweise nicht da liegt. Aber minimalste Möglichkeit, mit minimalsten Einfluss in Anführungszeichen im Wald zu pennen, ist nachts tatsächlich einfach nur zu pennen. Punkt.
ja, es passiert nachts sowieso nicht viel. Und wenn doch was passiert, im Sinne von Reh kommt zu Besuch und bellt dich an, dann, ja, je nachdem, was du für einen Schlaf hast, wachst du auf und kannst dich freuen, dass du vom Reh angebellt worden bist. Dafür kannst du dann auch nichts. Das war dann halt ein junger Rehbock, der einen auf starker Mann machen wollte. Häufiges Standardszenario. Plötzlich wachst du auf, was neben dir Bau macht. Und dann machst du noch dreimal Bau. Und dann hörst du raschel, 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 raschel. Und dann, während das Rascheln sich immer weiter entfernt, entfernt sich auch das Bau, Bau, Bau. Und irgendwann ist es kaum noch zu hören. Und hat der Rehbock sich wieder beruhigt. Er hat gewonnen, ja, weil er hat gezeigt, was er für ein starker Bock ist. Und du hattest ein schönes Naturerlebnis. Und wenn du dich wieder beruhigt hast, weil es der erste Rehbock war, dann kannst du gemütlich weiterschlafen. Ich finde das immer sehr schön, wenn der Rehbock zu Besuch kommt. Das passiert auch erst längst nicht jede Nacht, aber ja, zum Beispiel. Oder wenn halt wirklich die Rotte Wildschweine vorbeikommt. Das klingt auch immer so, als sei das ganz normal. Das habe ich jetzt 4-5 Mal erlebt insgesamt. Ja, also das ist schon ein seltenes Phänomen. Aber wenn sie vorbeikommt, dann will sie vorbei. Die nehmen dann schon wahrscheinlich wahr, dass du da irgendwo bist, aber ignorieren dich, weil jetzt ist Nacht, jetzt sind sie dran, jetzt sind sie hier der Chef im Wald und wollen irgendwo hin und dann liegst du da halt rum und scheinst zu schlafen, ja, wie sie auch ein Reh ignorieren würden, was da rumliegt und zu schlafen scheint, was natürlich nicht tut. Rehe schlafen so gut wie nie. Die schlafen am Tag ein paar Minuten. Die haben immer so einen halbwachen Zustand, in dem sie vor sich hin dösen, damit sie bei Gefahr halt abhauen können. Also wirklich weggetreten, schlafend, nur ganz selten. Gut, jedenfalls, das wollte ich jetzt im Wesentlichen nochmal sagen. Sobald die Nacht angebrochen ist, ja, wenn du noch aufs Klo musst, dann musst du noch aufs Klo. Aber dann läufst du halt nicht 500 Meter zum nächsten besonders schönen Baum, sondern nimmst halt den nächsten Baum, der sich anbietet. Es muss auch nicht gleich der Baum sein, an dem man seine Plane festgeknotet hat, aber der übernächste. Das wäre dann schon ganz gut. So. Ja, jetzt bin ich noch schuldig. Wie findet man denn, wenn man keine Rückegasse haben möchte? Auch dann möglicherweise einen Lagerplatz wirklich im Bestand, also wirklich im Wald sozusagen. Dafür musste dann logischerweise auch wieder irgendwann von der Waldstraße runter. Es empfiehlt sich auch hier, wie ich das jetzt hier schon die ganze Zeit mache, möglichst weit weg von allem zu sein. Ja, ich latsche hier jetzt, während ich quatsche, sehr weit weg von allem. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir eine möglichst flache Stelle brauchen. Das hier ist ein Gipfel, also bald, gleich bin ich oben. Und der ist sehr weit weg von allem. Ja, und daher eigentlich ein idealer Schlafplatz. Das gilt für jeden, also gerade in bergigen Landschaften gilt das für so ziemlich jeden kleinen Gipfel, auf dem nichts steht. Ja, kein Funkmast, kein Turm, kein Grabstein, keine Vogelobservationswarte. Sucht euch was aus. Einfach nichts. Ja, und da solche Gipfel dann meistens auch forstlich bloß mit einer primitiven Straße, diese hier, erschlossen sind, gibt es auch oft nicht mal einen Rundweg bzw. einen über den Gipfel verlaufenden Weg, den Jäger und Förster oder sonst wie fahren könnten. Die können ja auch am nächsten Morgen auftauchen. Da will man sie ja auch nicht unbedingt haben, wenn man ehrlich ist. Und die Chance, dass das halt auf so einem unzugänglichen Berg passiert, Hügel, je nachdem aus welcher Region, der Bayer darf Hügel sagen, für alle anderen ist das hier ein Berg. Ja, da gibt es dann Möglichkeiten. So, und spätestens, wenn wir uns dem Gipfelplateau nähern, ja, beginnt die Landschaft auch deutlich flacher zu werden. Das ist hier jetzt so langsam der Fall. Ja, und wenn das losgeht und unsere Bedürfnisse nach Flachheit erfüllt sind, oder erfüllt zu sein scheinen, dann gehen wir jetzt wirklich vom Weg runter. Jetzt müssen wir halt nun mal akzeptieren, dass wir beim Verlassen des Weges, auch wenn wir nicht am Quatschen sind, trotzdem so viel Krach machen, dass wir von jedem Tier in der Umgebung gehört werden. Das kannst du einfach nicht vermeiden. Das willst du vielleicht auch gar nicht vermeiden. Je mehr du schleichst, desto gefährlicher bist du. Ja? Intelligente, erfahrene, alte Tiere
egal ob Fuchs, Reh, Wildsau, Rotwild, wenn ihr das habt, die haben gelernt, der Freund, der kommt laut, der ist harmlos, der tut nichts, der hat nichts Böses vor. Der Feind, der schleicht sich an. Wer also versucht, penibelst leise zu sein und sich anschleicht, der wirkt gleich viel aggressiver. Allgemeines, fast schon Naturgesetz, gilt überall. Ja, gilt im Dschungel, gilt im Mischwald, der kühlgemäßigten Zone, das Wort habe ich gesucht, gilt aber wirklich, gilt quasi überall. Gilt auch in der Tundra, völlig wurscht, sobald du rumschleichst, hast du nichts Gutes vor. Ja? Wenn du Krach machst, dann bist du so sorglos unterwegs, dass du auf keinen Fall böse Absichten hegen kannst. So, und jetzt sind wir also ein Stückchen vom Weg runter. Da finden wir dann relativ schnell alte Rückegassen, selten befahrene Rückegassen, so wie die hier. Ne? Hier wachsen jetzt überall Brombeeren. Das ist natürlich ungemütlich. Da wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt drauf nächtigen. So theoretisch da vorne hätten wir auch so einen relativ flachen Bereich. Da könnte man sich schon hinlegen. Wir wollen aber nicht unbedingt auf den Brombeeren nächtigen. Möglichkeit ist jetzt, dass man einfach eine sehr, sehr feste Plane dabei hat, wo Brombeeren nicht durchgehen. Bundeswehr Elefantenhaut kommt da in die engere Auswahl. Aber wenn ich da sicher sein möchte, dass da wirklich nichts durchgeht, würde ich halt zwei Bundeswehr Elefantenhäute zum Beispiel mitnehmen, die übereinander legen. Und dann könntest du zum Beispiel problemlos da vorne tatsächlich nächtigen. Spielen wir das mal durch. Wir gehen nach da vorne. Und hier ist noch ein fettes Stück Holz im Weg. Das müsste man jetzt noch aus dem Weg räumen. Und dann könnte man hier eben Elefantenhaut hinschmeißen, Isomatte drauf. Nicht der beste Lagerplatz. Wahrscheinlich stört dich noch irgendwas, was du im Rücken hast und was piekt. Aber du könntest da schon nächtigen. So, bevor du dich da jetzt hinlegst, angenommen der Platz ist gemütlich, das kommt nachher noch, dann machen wir noch den Gemütlichkeitscheck, gucken wir uns erstmal um. Ja? Ich hebe euch mal ein bisschen hoch und dann gucken wir mal da runter. Von da unten sind wir nicht zu sehen, wenn wir hier liegen. Na, keine Chance. Auch wenn wir aufstehen, könnten wir theoretisch vom Weg aus zu sehen sein. Aber wir haben ja die Möglichkeit, solange wir noch liegen, zu gucken, ob da wer ist oder zu hören, ob da wer ist. Weil das ist auf jeden Fall jemand, den wir hören können. Ne? Schleicht hier keiner rum. Warum auch? Hier ist ja offiziell niemand. Und andere Waldbesucher gehen nachts auch davon aus, dass hier keiner ist. Heißt, hier wären wir aus dieser Richtung schon mal safe. Gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, gut zu sehen. Wir hätten auch die Möglichkeit, uns bemerkbar zu machen, im Fall, dass irgendwie jetzt doch noch plötzlich der Jäger auftaucht. Zumal es hier den einen oder anderen Ansitz hier auch gibt. Ja, und nochmal, mit dem Jäger, vor dem will man sich nicht verstecken, das kann böse enden. Stattdessen ein schönes, freundliches, menschliches Gespräch führen von einem Naturfreund zum anderen. Funktioniert in 90% der Fälle. In 10% der Fälle ist einer von beiden. Entweder der da im Walde pennt oder der Jäger ist. Vielleicht kein so freundlicher Mensch. Gut, aber das bleibt halt nun mal nicht aus. Ja, das ist wie überall sonst auch im Leben, dass es da hin und wieder mal nicht so freundliche Menschen gibt. So, da drüben, da kommen wir nicht groß durch. Ja, das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, sich da sein Klo anzulegen beispielsweise. Ist aber auch nicht so dicht, dass man erwarten müsste, dass in der unmittelbaren Umgebung von unserem Schlafplatz eine Rotte Wildschweine hockt. So dicht ist es da jetzt auch wieder nicht. Und wir können da ja auch mal spaßeshalber 20 Meter reinstapfen und mal gucken, ob wirklich in der direkten Umgebung sich schon das Reh niedergelassen hat. In dem Moment springt es dann natürlich weg, aber dafür gibt es dann nächtens keine unangenehmen Überraschungen. Das würde dann aber sowieso von alleine früher oder später abhauen. So, und da hinter mir, da komme ich her, da wissen wir ja schon, wie es da ausschaut. Da kommt dann auch der Weg. Von dem Weg aus können wir aber nicht gesehen werden, solange wir hier liegen. Und wie gesagt, sobald wir aufstehen oder wenn wir morgens aufstehen, unser Lager direkt abbauen, dann sind wir ja nur noch irgendein Typ, der irgendwo im Wald steht. Da ist ja auch überhaupt nichts mehr dran auszusetzen. Davon abgesehen, ich habe ja auch schon ganz viel zu Waldübernachtungsrecht gemacht. Einfach nur im Wald schlafen ist nicht ausdrücklich erlaubt, ist aber auch nirgendwo. Bis auf Schleswig-Holstein, Hessen musste aufpassen, Bayern musste aufpassen. Ja, tatsächlich Bayern, das wissen ganz viele nicht. Aber da kratzt es in der Praxis auch keinen. Also in Bayern zumindest. In Hessen und Schleswig-Holstein musst du wirklich ein bisschen aufpassen. Ist das in allen anderen Bundesländern überhaupt kein Problem, wenn du einfach nur im Wald pennst. Ja, Zelt aufbauen ist ein anderes Thema, Feuer machen erst recht. Aber
einfach nur pennen, erstmal harmlos. So, jetzt nehmen wir mal an, diese Stelle wäre zwar gegangen, aber wir haben keine zwei Elefanten heute dabei. Habe ich halt wirklich nicht. Und daher müssen wir noch ein Stückchen weiter und einen gemütlicheren Fleck suchen. Und jetzt sind wir eh schon vom Weg runter. Und jetzt ist es auch wurscht, weil wir haben jetzt schon sämtliche Tiere im Umkreis von 150, 200 Metern haben wir schon alarmiert, nicht eliminiert. Oh, das würde die Jagd sehr einfach machen. Du gehst vom Weg runter und im Umkreis von 200 Metern fällt alles tot um. Nein, wäre auch langweilig. Ja? Also, alarmiert haben wir jetzt alles im Umkreis von 200 Metern. Das heißt, wir können uns jetzt auch bedenkenlos, nachdem wir jetzt eh schon gestört haben, hier im Umkreis zur Suche des guten Lagerplatzes problemlos in einem Radius von 150, 200 Metern oder irgendwie sowas, wenn wir uns halt am Ende dem Rand des Radius nähern, dann stören wir vielleicht noch ein paar mehr Tiere, dann haben wir insgesamt, ja, ich sag jetzt mal, so 5, 6 Hektar an Störungsradius, ja, wo wir eine gewisse Störung verursacht haben. Das ist minimal. Ja. Weniger kannst du fast nicht machen, sofern du nicht auf der Rückgasse pennst. Hatten wir ja auch schon besprochen, dass man ja potenziell auch einfach auf die Rückgasse sich legen kann. Ja, wenn du wirklich mitten im Bestand nächtigen möchtest, was ja gemütlicher ist, das gebe ich ja zu, dann geht das nicht ohne diesen gewissen Störungsfaktor. Aber eben wichtig, dann punktuell kreisförmig das Gelände erkunden oder so sternenförmig, Stückchen nach da laufen, Stückchen nach da laufen. Ne? Also ich gehe jetzt ein bisschen hier rüber, guck mich hier um, gehe ein bisschen hier rüber, guck mich da um. Was ich nicht mache ist, ich laufe einen Kilometer nach da, laufe dann nochmal einen Kilometer da rum und so weiter, weil dann hast du halt wirklich eine Riesenfläche, die du gestört hast, kleinräumig ein Areal erkunden. Und da ist es dann wurscht, in diesem Areal hockt eh keiner mehr, der sie versteckt. Ja? So, und im Rahmen der Erkundung dieses Areals finden wir dann möglicherweise ein Plätzchen wie dieses hier. Ja? Hier zum Beispiel, da könnte man sich wunderbar hinlegen, da musst du auch nichts aus dem Weg räumen, da sind keine Brombeeren, da hast du bloß ein paar Zweigchen, die du vielleicht wegräumen möchtest, da hast du vielleicht ein paar Fichtenzapfen, die du wegräumen möchtest, Fichtenzapfen, nicht Tannenzapfen, niemals Tannenzapfen. Und das war's. Und dann machst du es hier gemütlich und fertig. Ja? Und hier wäre wirklich jetzt zum Beispiel ein durchaus gemütliches Schlafplätzchen. Du kannst in alle Richtungen einigermaßen weit gucken. Das finde ich einfach angenehm. Ist einfach aus der Gemütlichkeit halber, ne, dass du nicht mitten im Dickicht hockst und keine Ahnung hast, was um dich herum so passiert, beziehungsweise keine Chance hast, was zu sehen, wenn besagtes Reh nachts kommt. Ja? Und man wacht auf. Und man ist schnell genug mit der Taschenlampe. Dann kann man das Reh ja vielleicht sogar entdecken. Oder wenn die Rotte Wildschweine vorbeikommt, die lässt sich zum Beispiel sehr gut anleuchten. Und das interessiert die auch nicht, dass die angeleuchtet werden. Die gucken dann vielleicht mal kurz zurück und grunzen freundlich und gehen weiter. Aber du hast sie dann gesehen. Ja, wegen solchen Sachen. Jetzt nicht, weil ich groß Angst habe, dass sich was weiß ich was anschleicht. Wer allerdings hingegen schon noch Angst hat, wenn es jetzt um die ersten Nächte im Wald geht, dann ist es erst recht schön, wenn du ein bisschen um dich rumgucken kannst. Dann kannst du dich nämlich auch vergewissern, dass zumindest mal im Umkreis von 15 Metern nicht der Sensenmann steht oder der Slenderman oder der Pennywise, der Clown oder heißt er so? Ich glaube schon. Egal. Ja, also sowas in diese Richtung kann man sich dann sicher sein, dass das nicht der Fall ist. Andererseits hat dieses Plätzchen jetzt den Nachteil, guckt mal. Tada! Ja, hier ist jetzt schon wieder der Weg, auf dem wir bis eben gelaufen sind, der ist also jetzt in unmittelbarer Nähe. Und wenn man sich jetzt hier niederlassen würde, würde jeder, der da lang läuft, sofort rausfinden, dass man hier liegt, sofern er jetzt nicht Tomaten auf den Augen hat. Ja, aber da ist halt keine Deckung tatsächlich vorhanden zur nächsten Vorstraße. Das kann man aber durchaus akzeptieren, wenn man ja weiß, dass man hier völlig abgelegen im Nirgendwo ist. Ja? Wer halt eben kein Nirgendwo hat in seinem Wald, weil es Stadtwald kurz hinter Frankfurt ist, meinetwegen, ja, dann muss man sich natürlich ein bisschen mehr Mühe geben. Und diesbezüglich müsste ich dann auch nochmal ein separates Video machen, wo dann wirklich eine aktive Tarnung
ein genaues Suchen, ein perfektes, verstecktes Plätzchen irgendwo in einem Dickicht, wo man noch reingehen kann, ohne die Tiere halbwegs zu stören und so weiter und so fort. Das wäre nochmal ein separates Video. Aber für einen normalen, halbwegs aufgeräumten Wald ist das hier ein prima Platz. Übrigens, Haken, wenn du auf einem Berg bist, solltest du vorhaben, obwohl du es nicht darfst oder tatsächlich aus irgendwelchen Gründen eine Genehmigung haben, das kann ja auch sein, ja, das ist jetzt nicht so, dass das unmöglich ist, ein Feuerle zu machen. Ja, dann muss man sich natürlich klar machen, dass man hier nicht die Signalfeuer von, wie heißen sie denn? Die Leuchtfeuer von... Ja, scheiße. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie die Leuchtfeuer heißen, mit denen Gondor bei Rohan um Hilfe ruft. Ja, also sowas sollte man jedenfalls nicht. Fällt mir jetzt ums Verrecken nicht ein. Doll irgendwas. Ah, verdammt. Ha. Muss mein Herr der Ringe-Nerdismus mal wieder aufladen. Ja, gut, egal. Jedenfalls, Riesenfeuer hier oben wird natürlich weit gesehen und da kann es einem dann schon passieren, dass dann tatsächlich man nächtens Besuch bekommt. Insbesondere, weil ja hin und wieder, gerade am frühen Abend, auch noch Flugverkehr ist. Und wenn hier dann noch der Flieger drüber fährt und du hast dann eine deutlich sichtbare Lichtquelle auf einem Berg mitten im Nirgendwo, wo es sonst nirgendwo eine Sichtquelle gibt, auch die könnten potenziell auf die Idee kommen, da einen Anruf zu tätigen. Und das ist nun wirklich das allerletzte, was du brauchen kannst. Selbst wenn du ein Feuer machen darfst, selbst wenn es legal ist, willst du trotzdem nicht, dass die Feuerwehr hier angetuckert kommt. Schlimmstenfalls, weil das musst du in dem Fall vermutlich trotzdem bezahlen. Weil also ich weiß nicht, wie dann der Fall ist, wenn du legalen Feuerle machen darfst. Aber in jedem Fall möchte man es der Feuerwehr einfach vielleicht nicht antun. Ja? Also selbst wenn du es am Ende nicht bezahlen müsstest, muss halt einfach nicht sein. So. Natürlich kann man Feuer machen, die nicht gesehen werden. Ja, das ist jetzt der nächste Punkt. Aber da möchte ich jetzt auch gar nicht noch groß weiter drauf eingehen. Das wäre also jetzt unser potenzielles Übernachtungsplätzchen gewesen. Und ja, hier haben wir auf dem Wege, also solange ich jetzt nicht da hinten noch den Berg hochgestapft wäre, wo ich so keuchen musste, wäre ich jetzt hier hingekommen mit 50 Metern abseits der Wege. Also mit wirklich minimalster Störung für die Wildtiere. Jetzt nochmal, bevor sich jemand aufregt. Ja, aber von den Wegen runtergehen ist ja gerade das Spannende, wenn man im Wald unterwegs ist. Ja, das mag stimmen. Das stimmt mit ziemlicher Sicherheit sogar. Aber wie gesagt, wenn du schon vom Weg runtergehst, dann tu es punktuell. Dann mach lieber eine Fläche, die du dann komplett erschließt. Ja? Schleich um jeden Stein dreimal drumherum, guck hinter jeden Baum, aber mach das auf ungefähr einem Hektar. Ja, nicht eine Riesenlinie von 5 Kilometern Querwald ein, überall durchbrechen, durch jedes Unterholz brechen, dabei einen Riesenlärm veranstalten, möglichst viele Tiere stören, sondern punktuell ein Gebiet hinterher kennen wie die eigene Hosentasche, wobei mich da auch immer überrascht, was da teilweise drin ist. Dann ist das erheblich schonender fürs Wild und du hast trotzdem ein schönes Naturerlebnis und lernst ein Stück Wald sehr, sehr, sehr genau kennen und zu schätzen auch. Und gerade wenn das das Gebiet ist, in dem man dann auch übernachtet, ist das ein tolles, also aus meiner Sicht, ich mache das super gerne so, ist das ein tolles Naturerlebnis. Und vielleicht kommt man dann ja irgendwann auch nochmal wieder, weil es einem da so schön gefallen hat und man da so eine tolle Waldnacht hatte. Und sollte man nur nicht dauernd machen, weil dann gewöhnen sich die Tiere dran und meiden das Gebiet. Also dauernd heißt, keine Ahnung, alle 8 Wochen oder sowas. Ja, also solange du das 2-, 3-, 4-mal im Wald im Jahr machst. Aber ich denke, es sollte ja kein Problem sein, in jedem halbwegs normalen Wald noch 18 andere Schlafplätzchen zu finden. Wenn man dann wirklich sehr regelmäßig im Wald pennt und dann kann man die auch schön verteilen, dann ist man nirgendwo zu häufig. Ja, und dann ist wirklich genug Platz für sämtliche Tiere des Waldes und den einen oder anderen, der da auch ganz gerne mal schläft. Weil, ja, es soll Leute geben, die da sehr entspannende und bereichernde Nächte im Wald verbringen. Mein ja nur. Bedanke mich fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Und es wird hier schon wieder bald duster. Ach, das ist doch ein Elend. Bald ist es richtig lange hell. Dann, ach, das mag ich. Ja, ich mag die Temperatur nicht im Sommer, aber dass es lange hell ist, ist schon schön. Ja, ich wollte Tschüss sagen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.